Guten Tag, meine Lieben. Heute begrüße ich euch vom Herzen von Hurghada, vom Regina Swiss Inn. Es ist eine hervorragende Anlage. Marc wird es im Film, den ihr später noch mal seht, erzählen. Diese Anlage hier ist eines der ältesten Anlagen und somit natürlich auch bei den schönsten Buchten. Und da beginne ich auch mit euch zusammen meinen Rundgang durch das Regina Swiss Inn Resort direkt vorne am Wasser, am Meer, wo unser türkisblaues Meer, was durch kein anderes Meer toppen kann, gezeigt wird. Wir warten noch ganz kurz auf die Zuschauer auch vom Fernsehen, damit wir die auch begrüßen. Hier hinten, direkt am Ende der Landzunge, da ist es am ruhigsten. Da bekommt ihr am wenigsten von der Animation mit. Genauso wie das Gleiche bei der Bucht gegenüber. Und ihr seht hier auch die Bootchen. Ja, wo Meer ist, wo Wasser ist, wo dieses türkisblaue, klare Wasser ist. Das kommt übrigens daher, weil wir ganz hohes Salzgehalt haben. Das Rote Meer ist das zweitsalzhaltigste Meer nach dem Toten Meer. Und deswegen wenig Trübstoffe drin und glasklar. Super zum Schnorcheln oder zum Tauchen. Und genau das könnt ihr natürlich direkt von diesem Hotel aus. Wir haben hier ein Aquacenter, das ist hier drüben bei den Booten. Und da könnt ihr auch wirklich direkt von hier aus raus. Und bei uns sind die Tauchtage sehr komfortabel, denn vom Schiff aus braucht ihr nur eure Tauchausrüstung anziehen und ins Wasser gehen. Man muss nicht schwer tragen. Und wer schon mal getaucht ist, der weiß, dass das schon ein Vorteil ist, denn das ist nicht gerade leicht. Ja, dieses Angebot Regina Swiss Inn Resort, das gibt es heute sogar in Verbindung mit der Nil-Kombination. Auf dem Weg jetzt zu unserem wunderschönen Garten erzähle ich euch mal ein bisschen was. Die Nil-Kreuzfahrt ist eine ganz andere Kreuzfahrt als auf einem Kreuzfahrtschiff, denn der Nil ist ein Fluss und somit gibt es keine Wellen. Braucht also keine Angst haben vor Seegang und ihr habt rechts und links immer das Geschehen und das macht das Ganze so schön. Die Nilkreuzfahrt ist genau für die mal wirklich interessant, die Ägypten kennen und lieben und auch mal was von der Kultur kennenlernen wollen. Macht es mit und macht vor allem die Ausflüge mit. Euer deutschsprachiger Reiseleiter, der ist die ganze Strecke mit dabei und dementsprechend könnt ihr euch natürlich informieren in Deutsch. So, und jetzt schalte ich mal um, weil wir sind jetzt schon mitten da war eine Stiege, mitten in der schönen Gartenlandschaft. Dieses Hotel, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist eines der ersten Hotels in Hurghada. Hurghada ist ja wirklich aus so einem kleinen Fischerdorf entstanden, wegen den Tauchern. Das erste Hotel war übrigens das Sheraton Hotel. Man sieht es, wer mit dem Boot mal rausfährt. Das ist dieses kleine, runde Gebäude direkt an der Küste. Das ist unser erstes Hotel, leider nicht mehr offen. Und danach folgten eben ganz, ganz viele andere, bis es heute nach 30 Jahren so gewachsen ist. Wir sind jetzt hier schon am ersten der drei Pools. Und ihr seht hier hinten auch für Große und Kleine einen Aquapark, den ihr natürlich mitnutzen könnt. Vielleicht seid ihr ja so kindisch wie ich und rutscht auch noch gerne. Dieser Pool für Sommerzeiten natürlich ganz klasse. Denn hier kannst du an der Bar im Wasser sitzen und die Hitze ist erträglicher. Übrigens, Hitze hier in Ägypten ist weitaus besser zu ertragen als bei euch in Deutschland. Ich war ja gerade in Deutschland und habe gejammert, wie heiß es ist, zum Unverständnis. Aber wir haben hier Wind, wir haben hier das Meer und wir haben Klimaanlagen. Und das, Entschuldigung, macht natürlich die Sache viel einfacher. So, und für alle, die das Regina Swiss Inn kennen, eine Neuerung: seit 2,5 Monaten gibt es hier ein zweites à la carte Restaurant, nämlich, wie heißt es eigentlich? Das ist das Barbecue Restaurant. Das Barbecue Restaurant, heißt einfach Barbecue Restaurant. Also das Barbecue Restaurant und wie es der Name schon sagt, kann man hier gegrilltes essen. Es befindet sich direkt neben Andreas Lieblingsplatz, der Shisha. Entschuldigung, und für den Sommer haben wir hier auch den Ort, wo es abends die Animationen gibt. Das Barbecue-Grill-Restaurant könnt ihr einmal in eurem Aufenthalt von einer Woche mitnutzen. Dazu einfach eine Reservierung machen. Hier gibt es verschiedene Menüs, wo man aus Hauptgängen wählen kann. Je nachdem, der eine mag lieber Lamm, der andere mag lieber
Fisch und der dritte mag lieber Rind oder Mixgrill. Also das ist alles das, was hier geboten wird. Wir gehen jetzt direkt zum Zimmer, Henk, richtig? Der Henk, jetzt zeige ich euch mal. Hallo. Das ist Henk. Henk ist der deutschsprachige Gästebetreuer hier. Muss darüber? Wir gehen hier rum. Und den lernt ihr hier kennen, wenn ihr irgendwelche Sorgen, Wünsche oder Anregungen habt, dann wendet euch vertrauensvoll an ihn. Übrigens, hier in dieser Gartenanlage seht ihr so kleine Villen. Bei der Buchung bucht man ja einfach nur ein Doppelzimmer. Doppelzimmer sind in der Regel die Standardzimmer. Und ihr könnt, wenn ihr hier ankommt, das könnt ihr nicht bei der Buchung über einen Reiseveranstalter, könnt ihr euch ein Upgrade dazu kaufen. Und diese kleinen Villen hier mitten in der Oase, in der grünen Oase, ist das nicht herrlich? Für 5 Euro am Tag das Zimmer könnt ihr hier wohnen. Also wer sagt, ich möchte lieber, wenn ich morgens rausgehe, in diesem Grün aufwachen, der einfach an der Rezeption oder bei Henk Bescheid sagen und fragen, ob es noch eine kleine Villa gibt, wo man gegen kleinen Aufpreis sich selbst ein Upgrade gönnen kann. Und da die Preise vom Regina Swiss Inn, ja weiß Gott, sehr schonend für den Geldbeutel sind, wir haben heute ein Angebot, eine Woche Nilkreuzfahrt und eine Woche Regina Swiss Inn, ab 399 Euro. Der kann sich das, denke ich, gönnen und leisten. Bei dem Angebot, wenn man hier ins Regina geht, hat man noch andere Vorzüge. Das eine ist natürlich diese Bucht hier, mitten in Hurghada. Und damit man Hurghada auch kennenlernt, habt ihr schon inklusiv eine kleine Stadtrundfahrt. Das ist ganz schön clever gemacht, denn diese Stadtrundfahrt, die müsst ihr natürlich bei eurem Reiseleiter buchen bzw. euch den Termin geben lassen. Und damit ihr den Termin bekommt, müsst ihr natürlich zur Infoveranstaltung kommen. Und bei der Infoveranstaltung wird euch bestimmt noch anderes angeboten. Aber macht nichts, ihr seid ja hier, um auch was zu erleben und nicht nur die Sonne zu genießen. Besonders, weil unser Angebot heute über die Wintermonate ist. Und die Wintermonate sind ein bisschen kühler als die Sommermonate. Man assoziiert Ägypten nicht unbedingt mit Kälte. Aber tatsächlich haben wir gerade im Januar und Februar sehr, sehr kalte Winde. Und ihr braucht abends ein Jäckchen. Wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserem Blog rein. Ich packe meinen Koffer und da könnt ihr nachlesen, was am optimalsten ist, mitzunehmen. Ich habe auch noch einen zweiten Blog geschrieben. Also ich habe mehrere Blogs geschrieben, aber jetzt relevant. Das ist die Nilkreuzfahrt, die komplette Nilkreuzfahrt. Die könnt ihr auch nachlesen und euch da einfach mal ein paar Eindrücke geben. So, jetzt schauen wir uns mal das Standardzimmer an. Also, auch da habt ihr, das war jetzt kein so ein gutes Verkaufsargument von mir, ne? Ihr geht hier genauso raus und habt grün. Ist ja allerhand. Toll, das habe ich gut gemacht. Und ich muss euch sagen, die Standardzimmer, die sind wirklich gut und großzügig gebaut. Denn damals, die Hotels, die haben wirklich noch Platz gehabt. Also ihr seht, hier haben wir Schlafzimmer. Da ist auch eine kleine Minibar. Ihr kriegt jeden Tag eine Flasche Wasser dazu. Ihr könnt euch die auch auffüllen lassen, Cola, Fanta für 1 Euro, Bier für 2 Euro, einfach auch beim Henk oder Zimmerservice Bescheid sagen. Hier haben wir das Bad mit einer großen Dusche und bei der Toilette möchte ich auch mal ein Wort dazu sagen. Alle Toiletten in Ägypten haben hier ein integriertes Bidet. Das ist in dem Fall hier so eine kleine Dusche oder oftmals hier unten ein weißer rechter Knopf. Ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr in Ägypten seid, dann nutzt dieses, denn wir haben nicht so gute Kläranlagen und nehmt wirklich das Papier nur zum Trocknen her und das kommt dann in den Abfalleimer. Ja, das war also das Standardzimmer. Ist von der Sache her vollkommen ausreichend, denn wir sind da drin ja nur zum Übernachten. Und den Rest des Tages verbringen wir ja entweder beim Essen, beim Sonnen, beim Tauchen, beim Schnorcheln, beim Windsurfen oder bei den Ausflügen. Oder in der Wellnessanlage. Sag mal, Henk, wir haben ein Spa, ja. Wir haben ein Spa, wo ist der denn? Das Bad ist auf der anderen Seite der Anlage.
Okay, dann gucken wir nachher noch hin. Natürlich gibt es ja auch eine Spa. Was kann man da alles machen? Vom türkischen Hammam, Massagen, Hotstone-Massagen, Sauna, volles Programm. Also türkisch Hammam empfehle ich euch auf jeden Fall. Da werdet ihr abgeruppelt, eingeseift und danach seid ihr vorbereitet für die Sonne. So, hier sind wir im Haupttrakt. Hier vorne ist noch eine Poolbar und da ist im Winter die Animation. Das heißt, im Winter wird diese Pergola zugemacht und dann seid ihr richtig windgeschützt. Ja, für die Fernsehzuschauer heißt es leider schon auf Wiedersehen. Schaut euch einfach noch die Mats an, lasst euch noch beeindrucken und bucht einfach und schaut euch das Ganze selber vor dann. Die Facebook-Freunde, die bleiben jetzt bitte noch bei mir, denn wir gehen natürlich noch weiter. Ich zeige euch noch die Wellnessanlage, ich zeige euch jetzt noch die Bar und die Rezeption und auch die Lage, die Sheraton Road. Also liebe Zuschauer, ich wünsche euch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Und liebe Facebook-Zuschauer, ihr bleibt bitte da. So, das hier ist nochmal im Poolbereich und eben die Pergola. Und die wird im Winter abgehängt und da kommen auch Heizpilze hin. Und dann haben wir die Animation hier. Genau, die ist denn hier oben. Kriege ich dann hier auch eine Shisha, Henk? Ja, natürlich. Unser Shisha-Corner im Winter hat hier oben dann auch noch seinen Außenbüro. Das ist immer eine wichtige Sache. So, wir gehen jetzt nämlich direkt ins Hauptrestaurant rein. Jetzt sind wir natürlich gerade in der Vorbereitungsphase. Frühstück ist zu Ende, Mittagessen hat noch nicht begonnen. Henk, sag bitte nochmal, wie sind die Zeiten? Also das Frühstück ist morgens von 7 bis um 10 und mittags hat das Hauptrestaurant von 1 bis 3 geöffnet. Ich muss so rumgehen, und, jetzt sehe ich dich. Und abends von 7 bis 10 ebenfalls. Genau, die à la carte Restaurants, wie haben die geöffnet? Die haben immer von 7 bis um 10 und das geht alles mit Reservierung. Ah, das genau. Mein Kollege direkt hier vorne. Das hast du jetzt gut gemacht, diesen Schwenk. Genau, das hätte ich jetzt nicht vergessen. Immer zu den Öffnungszeiten des Hauptrestaurants sitzt hier, na? Henk, setz dich mal hier hin, damit wir das sehen. Hier sitzt ein junger Mann. Henk nicht, aber jemand anders. Und da steht es auch, reservieren Sie hier für Grillhaus oder für den Italiener. Den schauen wir jetzt auch noch an. Ne? Vielen Dank, Henk. So ist es nämlich. Meistens bekommt man, denke ich, von heute auf morgen. Ganz genau. Immer einen Tag im Voraus. Wenn es sogar klappt, auch noch für den gleichen Tag. Okay. Hier diese Lobbybar. Hast du mir irgendwas gesagt, die hat 24 Stunden offen? Wir haben hier unsere Coffee Bar, die Vienna Bar und hinter uns seht ihr unsere Lobby Bar, die 24 Stunden geöffnet ist. Das ist ja der Hammer. 24 Stunden geöffnet, meine Lieben. Also wenn ihr nicht schlafen könnt, dann geht einfach hier rein. Übrigens hier in dieser Lobby Bar darf sogar noch drin geraucht werden. Ihr wisst ja, Ägypten ist noch das Mekka der Raucher. Hier darf noch in ganz vielen Räumen innen auch geraucht werden. So, wir kommen jetzt in den... Hier ist übrigens mein Tisch. Wo? Ja, danke. Das hat er mir vorhin gar nicht gezeigt. Also, hier ist der Duty Manager. Guest Relation, was denn jetzt? Guest Relation oder Duty Manager? Guest Relation. Duty Manager haben wir auch. Bist du auch mehr oder weniger? Ne? Also in einem. Für alles zuständig, wo Not am Mann ist. Also, hier sitzt Henk. Hier ist die Rezeption. Ich zeige euch jetzt, schau mal, hier vorne, das ist der Eingang. Moment. Hier an den schönen Blumen, orientiert euch, dann kommt ihr rein. So, und dann seht ihr, linke Hand die Rezeption, rechts bei den Treppen, da sitzt Henk, unsere deutschsprachige Gästebetreuer. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, es ist kostenlos ein Hurghada-Ausflug mit dabei. Den jungen Mann, den findet ihr hier hinten, wo es auch Richtung Il Forno geht. Das ist das italienische Restaurant. So, hier hinten in dieser Ecke sitzt von FTI Meeting Point, was ja unsere Dachgesellschaft ist, der Reiseleiter. Und die Zeiten dazu und die Informationen findet ihr hier an dem Infoboard. Aber natürlich, ihr werdet ja vom Flughafen abgeholt. Und dementsprechend sagt euch der Reiseleiter schon, wann eure Begrüßung ist hier im Regina Swiss Inn. Jetzt gehe ich mit euch noch zum italienischen Restaurant. Das italienische Restaurant ist jetzt eben das zweite, also das erste Grill ist das zweite. Das zweite à la carte Restaurant, wo ihr auch einmal kostenlos essen könnt. Und ach, ist das nicht ein schönes Ambiente? Extra für uns sind
haben sie schon die Stuff hierher geholt, damit das so aussieht, als ob. Natürlich hat das à la carte Restaurant nur abends geöffnet. Und auch für euch haben wir extra die Karte geholt, damit ihr mal einen Blick reinwerfen könnt. Es gibt Hähnchen, es gibt Rind, es gibt Fisch, es gibt Salate. Es gibt entweder à la carte oder es gibt komplett zusammengestellte Menüs, je nachdem, wie ihr lustig seid. So, und jetzt werft ihr hier mal einen Blick nach draußen und dann wisst ihr, was ich meine. Ihr seid auf der Sheraton Road. Die Sheraton Road ist eines unserer haupttouristischen Straßen, die wirklich direkt zur Marina führt. Wenn ihr hier also rausgeht aus dem Hotel und lauft rechts entlang, dann seid ihr ungefähr nach 3 Minuten an den Kreisel, wo es zur Marina geht. Und da lauft ihr an diesen Kreisel rechts runter. Nicht erschrecken. Vor der Marina ist noch fast ein bisschen Ghetto. Es wurde schon fast geräumt, aber da leben auch die armen Ägypter. Es ist unsere Handwerkstraße vorher. Es ist einfach mal interessant, da durchzugehen. Ihr braucht keine Angst haben. Die beißen nicht, die tun euch nichts. Und in diesen Seitenstraßen, wenn ihr wirklich mal vorgeht, an den ersten Kreisen und geht dann rechts rum und lauft geradeaus weiter. Da sind nur die Einheimischen. Da spricht auch niemand mehr euch an, weil ihr interessiert gar niemanden, weil die sprechen auch kein Englisch mehr. Da könnt ihr einfach mal durchschlendern. Da werden die Polster gemacht, da gibt es Fahrradzubehörläden, da gibt es Tauchzubehörläden, da gibt es alles das, wo wir, die hier leben, einkaufen gehen. Und dann haltet euch rechts Richtung Wasser, weil Marina ist ja immer am Wasser und dann kommt ihr in die neue Marina. Geht durch die neue Marina durch, flaniert durch, geht da abends mal was trinken. Wir haben fast jeden Abend in einem der Restaurants Salsa-Abende. Die beginnen erst so gegen 10. Das heißt, da wird Dirty Dancing live gemacht. Es ist so schön zuzuschauen, einfach reinzusetzen, Bierchen trinken, Cocktail trinken und mal zuzuschauen, wie die Ägypter tanzen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, in einem muslimischen Land so Dirty Dancing zu sehen. Es ist wirklich schön. Und wenn ihr durch die ganze Marina durchgeht, kommt ihr schon zur neuen Moschee. Also ihr seht, ihr braucht bei der Hurghada-Rundfahrt gar nicht so wirklich mitmachen. Ihr könnt das hier alles zu Fuß erkunden, aber lasst euch das Geschenk, diese Hurghada-Rundfahrt, lasst euch die natürlich nicht entgehen, macht sie mit. So, ich hoffe jetzt einfach, ich habe euch genug Lust gemacht und das nehme ich hängt auch noch mal mit ins Bild. Ja, und wir hoffen einfach, dass ihr jetzt mal reinschaut, was man alles buchen kann und dass wir euch, zumindest Henk, euch bald hier begrüßen können. Ich freue mich. Genau, und dann noch ein kleiner Tipp hinten dran. Wenn ihr aus dem Hotel rausgeht und geht linke Hand runter, bis ans Ende an den nächsten Kreisel, Hurghada lebt von Kreiseln, wir haben hier fast keine Ampel, nur Kreiseln, dann kommt das Hotel Bella Vista. In dem Hotel Bella Vista, da ist die berühmt-berüchtigte Karibienbar. Die kennt eigentlich jeder, der öfter schon in Hurghada war. Da ist dienstagsabends Karaoke und Andreas ist der Frank Sinatra aus Hurghada. Und wenn ihr ihn hören wollt, wie er My Way oder New York singt, dann kommt einfach dienstagsabends hin, reserviert aber bitte vorher einen Tisch. Es ist immer ausverkauft, es kostet keinen Eintritt. Die Preise sind super günstig, also da könnt ihr schöne, leckere Cocktails trinken, Bierchen trinken, könnt selber mal singen, könnt tanzen oder uns einfach da auch mal antreffen. So, mit diesen Worten sage ich jetzt Tschüss!